Und deswegen würde ich sagen, wir steigen jetzt zuerst mal bei meiner Mosel ganz kurz mal rein. Seid ihr bereit? Ist die Lautstärke gut Jahr so? für Jahr lockt die Reeperbahn in Hamburg rund 25 Besucher an. Dieser Typ hat einen sehr, sehr, hat einen geisteskranken Humor. Ich hole die ganz schnell heraus, auf eine Tankstelle aus. Und die Bullen holen schon wieder ihre Handschellen raus. Die Songs sind so gut. Im Herzen dieses Vergnügungsfünftels eine Türstelle mit Tanksteher. Würdet ihr bitte einmal die Fresse halten? Nein. Danke. Dazu die Dramen des Alltags. Der Nachbarshund hat das Parteiprogramm der CDU gelesen und bekam Krebs. Bevor sich so ein Tier so quält, sollte er lieber eingeschläfert werden. Die Tankstelle von Familie Schwanz bereitet sich auf eine ganz normale Gans vor. Gegen 22 Uhr beginnt die Betrieb. Die Mitarbeiter gucken den Kunden auf den Arsch. Entschuldigung. Entschuldigung. Digga, ich liebe diese Videos einfach. Hallo? Hallo? Der Herr? Was mit Ihrem Fahrzeug bitte? Hallo? Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo? Hallo? Das geht nicht, dass Sie einfach da hinschneiden. Hallo? Der alkoholisierte Flaschensammler Süleyman Hatli, genannt Huso, muss durchstreifen. Hallo? Entschuldigung. Das ist eine Privat... Ihrem Fahrzeug da hinstellen. Hallo? Spacko Hütri ist für die Tomatenaufnahme verantwortlich. Immer wieder vergammeln sich meist jugendliche Gäste zum Stinken. Und da wir ja keine Gestankgenehmigung hier auf dem Hof haben, dafür nicht gestunken werden. Bis zu 10.000 Stunden keuern den Betrieb an Spitzentagen an. Vor allem nachts kann es dunkel werden. Die meisten reagieren gelassen. Perfekt, Digga. Kann man verstehen, weil wenn es nun so voll ist, ist es nun so voll. Der Besitzer möchte nicht, dass die Reeperbahn ist auch wirklich zu wild. Und rumreiern und rumwiesen und rumtrinken und Bier trinken und rumscheißen. Dann genau. Dann die Leute hier rum und dann gehen ganz viele Flaschen kaputt und dann ritze ich mich. Ein Bär. Genau. Mit Schutzweste. Ich will sein Co-Pilot. Co-Pilot anmachen. Tankwart Huso muss improvisieren. Doch die Schranke möchte nicht so wie Huso. Deutschland! Inno! Marschiert Deutschland! Digga, einfach Nazi-Schranke, Digga. Toilettenbesuche von schisswütigen Frauen haben an der Reeperbahn Tradition. Ziel ist es, den Männern möglichst viel Geld zu klauen und sie anschließend gemeinschaftlich zu verprügeln. Oh, hier sind noch welche! Kommt her! Yeah. 10,40 €. In einer Woche wird sie ihrem Bräutigam das N-Wort geben. Oh, yo. Okay, chill! Mega! Lul, ihr genommen. Ah, alles klar. Security-Mitarbeiter Spacko hat... Warte, was stand da? Peter Lustig, Top-Zustand. Security-Mitarbeiter Spacko hat Probleme mit einem Altbekundenkanten. Spackos Worte scheinen den Mann nicht sonderlich zu beeindrucken. Hören Sie, Sie haben du hör zu. Haben Sie, okay, verstanden. Er wollte, ja. Was willst du an so? Also, jetzt rappen wir das vor. Rock mal weiter. Digga, das ist so. Das ist einfach so deep. Digga, Tanzverbot-Song. Auf irgendeinem anderen Kanal. Ich bin gerade zu faul, um nachzugucken. Ah, okay. Und wenn die Cops mich fassen, muss ich wohl in U-Haft. Doch meine Anwälte sind Jews, so wie O-Saft. Digga, habt ihr gewusst, dass Dings Moneyboy so Österreich ist? Digga, hab ich vorgestern herausgefunden und ich dachte so, what the fuck?